Well, that's convenient. Einst gab es eine Zeit, in der ich nur für mich alleine tanzte. Heute tanze ich für die ersten Lande. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Geschichten aus Runeterra. Heute mit Irelia, die bei der letzten Abstimmung doch sehr, sehr gut abgeschnitten hat, um nicht zu sagen über 60% der Stimmen bekommen hat. Daher, ich denke mal, dass dieser Charakter wohl definitiv ein gewisses Interesse geweckt hat. Für die, die zum ersten Mal dabei sind, ich werde hier ein bisschen über das Design reden und vor allem aber auch die Lore in Bezug auf diesen Charakter analysieren bzw. erst einmal vorlesen. Ich werde das jetzt nicht ganz krass literaturwissenschaftlich machen, aber ich werde ein bisschen ungeskriptet vor mich hin brabbeln und meine Meinung kundtun. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt zuallererst mal direkt ins Design dieses Charakters. Und wir sehen jetzt erstmal, Irelia ist ein Charakter, bei dem die Farbe Rot erstmal relativ dominant ist. Wir sehen, die Kleidung ist rot, darüber eine Art, ich weigere mich es als Rüstung zu bezeichnen, aber Metallteile. Und wir sehen vor allem auch rote Bänder an den Armen und wir sehen auch weiterhin Stoffstreifen, die an der Hüfte herunterhängen. Dazu, ja, rote Stiefel nenne ich es mal. Sonst haben wir eben Silber durch die Rüstung, wenn man sie denn so nennen will, und Schwarz durch die Hose und die Haare. Ansonsten ist Irelia eine relativ schlanke Person, verhältnismäßig kurvig, wie wir das bei so vielen anderen League of Legends Champions ja inzwischen auch kennen, und mit sehr weichen Gesichtszügen, vollen Lippen und so weiter. Wenn ihr schon eine Weile meine Videos guckt, wisst ihr, was ich davon tendenziell halte. Wobei ich bei Irelia und ihrer Rolle das noch relativ gut verstehe. Was ich allerdings am schlechtesten finde bei dem Design, ist nicht die Körperform, sondern vor allem die Rüstung. Warum zum Geier gibt Riot immer den weiblichen Charakteren, oder was heißt immer, aber weibliche Charaktere in Rüstung haben häufig Rüstungen, die nicht wirklich schützen und dann vor allem immer irgendwie spitz an verschiedenen Stellen zulaufen, insbesondere in der Region des Rumpfes. Wenn man sich nämlich diese Metallteile bei Irelia mal ansieht, könnte sie sich nicht vorbeugen und selbst wenn sie es könnte, würde sie sich damit selber erstechen. Warum? Aber gut, das ist nur meine persönliche Meinung zu diesem Rüstungsdesign. Ich verstehe, wie diese Sachen zustande kommen. Aber noch ein anderes Element, das ich bisher gar nicht erwähnt habe, das ihr aber die ganze Zeit wahrscheinlich im Hintergrund herumschwirren seht, und das sind diese Klingen. Und wer Irelia im Spiel kennt, weiß natürlich, das ist quasi ihre Bewaffnung. Doch was es damit auf sich hat und ja, wie sie vielleicht auch im Verhältnis zu anderen Charakteren aussieht, sollten wir uns vielleicht mal in ihrer Hintergrundgeschichte ansehen. Viel Spaß damit! Irelia, die Klingentänzerin. Schon als kleines Kind war San Irelia fasziniert von der Anmut und Schönheit menschlicher Bewegungen. Unter den wachsamen Augen ihrer Großmutter lernte sie die traditionellen Seidentänze ihrer Provinz. Obwohl sie Zweifel an der mystischen Verbindung zur Urseele Ionias hegte, die den Tänzen angeblich innewohnte, war Irelias Liebe für die Tänze ungetrübt. Um ihre Kunst zu perfektionieren, verließ sie schließlich ihr Heimatdorf, um im Placidium von Navori von den angesehensten Tänzern in ganz Ionia unterrichtet zu werden. Irelias Volk war friedvoll und strebte stets nach Harmonie mit seinen Nachbarn, doch Gerüchte über Invasoren, die sich vor den Küsten des Kontinents sammelten, verunsicherten viele im Placidium. Irelia kehrte in ihr Dorf zurück, nur um es bereits besetzt vorzufinden. Mit Stahl gerüstete Soldaten aus dem fernen Noxus liefen durch die Straßen der Siedlung und stießen die unbewaffneten Zivilisten mit den stumpfen Enden ihrer Speere vor sich her. Der noxianische Admiral Dukal hatte das Zuhause der San-Familie zum Quartier seiner Flottenoffiziere umfunktioniert. Irelias Brüder und ihr Vater Lito hatten offensichtlich dagegen protestiert
und nun lag ihre ganze Familie in eilig geschaufelten Gräbern im Garten hinter ihrem Haus. Das von Trauer und Kummer zutiefst erschütterte Mädchen musste mit ansehen, wie Dukals Männer ihr Haus plünderten. Unter ihrer Beute befand sich auch ein großes Metallwappen, auf dem das Emblem der San-Familie abgebildet war. Irelia stürzte sich darauf und entriss es den gierigen noxianischen Händen. Der Admiral selbst warf sie zu Boden und ließ seine Krieger das Wappen mit einem schweren Eisenhammer zerschmettern, bevor er ihnen befiehl, ein frisches Grab für dieses rebellische Kind auszuheben. Als die Männer sie umkreisten, wandte Irelia ihre Augen ab und blickte zu den Überresten des zerschmetterten San-Wappens. Aus den Tiefen ihrer Seele fühlte sie plötzlich, wie ein seltsamer Rhythmus zu schlagen begann. Die Metallsplitter erzitterten, verkrümmten sich und begannen dann, sich wie von Geisterhand zu bewegen. Wie schon so oft fühlte Irelia, dass sie die ruhige Freude des uralten Tanzes erneut erfüllte. Mit einem Schwung ihres Arms entsandte sie die Splitter, als wären sie zerrüttete Klingen, und zwei Noxianer wurden augenblicklich von ihnen durchschnitten. Während Dukal und seine Offiziere vor Schock wie gelähmt waren, schnappte sich Irelia die Splitter des Wappens und floh aus dem Dorf. Als die ruhigen Wälder sie umfingen, trauerte sie um ihre Familie und erinnerte sich an die Lehren ihrer Großmutter. Sie erkannte, dass die Techniken mehr waren als nur bloße Tänze. Sie waren die mächtige Ausdrucksform von etwas weitaus Größerem. Die noxianische Besetzung stellte den zerbrechlichen Frieden der ersten Lande auf die Probe. Es wurden Gerüchte laut, dass selbst die religiöse Anführerin Karma dazu gezwungen gewesen war, die Eindringlinge mit tödlicher Magie in ihre Schranken zu weisen. Man hörte jedoch auch, dass sie sich seitdem mit ihren Anhängern zum ewigen Altar zurückgezogen habe und keine weiteren Gewalttaten mehr gutheiße. In ganz Navori wurden unzufriedene Stimmen laut und mit der Zeit vereinten sie sich zu einem lautstarken Chor. Ein Widerstand formte sich und setzte es sich zum Ziel, nie zu ruhen, bis Ionia wieder von der noxianischen Plage befreit war. Irelia schloss sich ebenfalls den Reihen des Widerstands an und führte ihre geliebten Tänze auf, wenn es in ihren Waldlagern dunkel wurde, um wenigstens einige Überreste ihrer schnell verschwindenden Kultur aufrecht zu erhalten. Sie war kaum 14 Jahre alt, als sie sich erneut im Placidium wiederfand. Ihre Gruppe aus Widerstandskämpfern trat der Bürgerwehr bei, die geschworen hatte, die Klöster und ihre wilden, heiligen Gärten zu beschützen. Doch Noxus wusste nur zu gut, wofür dieser Ort stand. Ein besonders gerissener General namens Jericho Swain eroberte das Placidium und nahm seine Verteidiger als Geiseln, in der Hoffnung, die unausweichlich eintreffende Verstärkung in eine Falle locken zu können. Dies war der Moment, in dem Irelia sich erhob, um sich ihrem Schicksal zu stellen. Sie setzte, von ihren Fesseln befreit, das volle Potenzial ihres uralten Klingentanzes frei und schlug mit anmutigem Eifer um sich. Ein Dutzend von Swains Veteranen fiel, und unter den übrigen Reihen verbreitete sich Panik, als die anderen Gefangenen sich ihr anschlossen. Schließlich rang sie den General selbst nieder, und der Anblick dieses rebellischen Mädchens, das den abgetrennten Arm des Generals hoch über ihren Kopf in die Höhe reckte, sollte den Wendepunkt des Krieges darstellen. Dieser Sieg, der große Widerstand von Navori, ließ den Namen San Irelia durch ganz Ionia widerhallen und sorgte dafür, dass sie von allen als Anführerin betrachtet wurde. Obwohl es ihr widerstrebte, führte sie danach fast 3 Jahre lang den stetig wachsenden Widerstand durch zahllose zermürbende Kämpfe, bis sie schließlich ihren Triumph an der Dalu-Bucht feierte. Dort drängte sie Admiral Dukal in die Enge
und konnte ihren Rachedurst, der sich bereits so lange in ihr angesammelt hatte, endlich stillen. Obwohl der Krieg schon seit geraumer Zeit ein Ende gefunden hat, wurde Ionia dauerhaft durch ihn verändert. Die ersten Lande sind nun geteilt und die rivalisierenden Fraktionen bekämpfen einander beinahe so erbittert wie einst die Noxianer. Viele sehen in dieser harten Zeit immer noch zu Irelia auf, doch während manche solche Macht mit Freuden willkommen geheißen hätten, empfindet Irelia sie als unangenehm. In ihrem Herzen verlangt es sie immer noch danach, alleine zu tanzen. Und damit haben wir jetzt Irelias Hintergrundgeschichte einmal angehört und können jetzt in dem Licht natürlich nochmal ihr Design ein bisschen betrachten. Und wir sehen, Irelias primäre Rolle ist eben die einer Tänzerin. Gut, einer kämpfenden Tänzerin, einer kriegerischen Tänzerin. Aber das erklärt sich dann natürlich auch in diesem, sagen wir, sehr geschwungenen Design bei vielen Sachen und eben auch in den Metallteilen ihrer Rüstung, wobei ich eine Sache nicht ganz verstehe, die mir jetzt gerade erst auffällt. Die Rüstung an den Ellbögen. Wie zum Henker kann Irelia die Arme beugen, wenn sie da komplett massives Metall trägt? Ist das niemandem bisher aufgefallen im Designteam? Na egal. Auf jeden Fall verstehe ich, es soll geschwungen sein, es soll elegant wirken, was durchaus auch passt. Aber das heißt nicht, dass dieses Design das Ganze perfekt macht und dass man nicht vielleicht ein paar Sachen hätte besser machen können. Insbesondere, warum soll sie überhaupt Metall am Körper tragen? Klar, um zu zeigen, das ist was Kriegerisches, aber reichen dafür die Klingen um sie herum nicht aus? Und nochmal ein bisschen anders gefragt, wenn schon Metall, warum dann nichts, was wenigstens funktionabel wäre? Warum sollte zum Beispiel die Rüstung die Mitte komplett offen lassen? Das ergibt nicht allzu viel Sinn. Stattdessen scheint es vor allem einfach die Brust zu betonen, was ich jetzt nicht unbedingt schlimm finde als optisches Element, aber es ist eine Sache, bei der ich denke, was gibt es dem Charakter denn? Und ja, da könnte man jetzt auch schon wieder anfangen, über Dinge zu reden, wie zum Beispiel dem Prinzip des Male Gaze und so weiter. Das ist dann jetzt dann was sehr Feministisches, wo ich auch sagen muss, ich hänge da so ein bisschen in der Szene mit drin, auch wenn ich nicht ganz so extrem bin wie manche andere. Aber da habe ich immer das Gefühl, Irelia ist weniger als eine Art weibliche Fantasie gedacht, sondern mehr als einfach Eye Candy für Männer. Und eine Sache, die mich auch ein bisschen stört, zumindest am Splash Art, warum zum Geier ist sie so weiß? Also, die meisten Charaktere aus Ionia sind bewusst asiatisch designt. Und es ist tatsächlich auch schon eine Sache, die angesprochen wurde, und Riot hat sich auch beim Splash Art dafür entschuldigt, dass sie doch sehr kaukasisch aussieht, obwohl sie in allen anderen Darstellungen wieder sehr asiatisch aussieht. Das habe ich auch jetzt, nicht so hundertprozentig verstanden, warum man das dann überhaupt so gemacht hat. Man hat ja teilweise auch Splash Arts und so weiter nachträglich verbessert. Warum hat man das bei ihren Gesichtszügen hier nicht gemacht? Und um jetzt nochmal auf die Körperform einzugehen. Ich persönlich habe ja bei vielen Charakteren so ein bisschen was dagegen, dass alle dieselbe Figur haben und sehr ähnliche Gesichter. Bei der Figur kann ich es bei Irelia nachvollziehen, weil sie ist eine Tänzerin. Sie soll elegant wirken und sie soll eben diese feminine Grazie verströmen. Deshalb kann ich verstehen, dass man sagt, okay, kurvig, lange Beine und alles relativ figurbetont und eben vor allem auch diese Bänder und so weiter und die langen Haare, die diesen Bewegungen dann folgen. Das, finde ich, passt sehr, sehr gut. Gegen die Körperform habe ich nichts. Das Gesicht hingegen, speziell beim Splash Art, haben wir ja schon gesagt, bisschen whitewashed. Dazu eben auch wieder ohne Ecken und Kanten. Nichts Markantes daran. Sie hat ein Gesicht wie 90% der anderen League of Legends Champions auch. Und das ist eine Sache, die mich ein bisschen stört einfach. Warum haben die League of Legends Charaktere, zumindest die weiblichen, nie irgendetwas Markantes an ihren Gesichtszügen? Warum nicht mal etwas hervorstehende Wangenknochen? Warum nicht mal ein spitzes Kinn?
Warum nicht mal eine etwas größere Nase? Außer vielleicht bei Thalia, aber Thalia ist minderjährig, die gilt nicht. Das ist quasi noch ein Kind. Alle erwachsenen weiblichen Champions haben ein Gesicht, das sehr austauschbar ist. Bei vielen Charakteren kann man einfach sagen, wir nehmen jetzt das Gesicht, packen eine andere Frisur und andere Augenfarbe drauf und wir haben einen anderen Charakter. Und das ist eine Sache, die mich stört. Weil damit macht man halt auch wieder das, was ich schon bei Thresh gesagt habe, mit dem, hey, Unbound Thresh hier für euch. Nach dem Motto, wir machen mal wieder nur das Vanille-Eis, genau. Ihr versteht, was ich meine. Nach dem Motto, wir nehmen einfach das, was den meisten Leuten gefällt. Und ja, okay. Aber gehen wir jetzt wieder einfach mal auf die Lore ein. Wir haben gesehen, Irelia ist sowas wie eine unfreiwillige Anführerin geworden, mehr oder weniger, die sich dann dazu bereit erklärt hat, der ganzen Rebellion gegen Noxus bei der ersten Invasion dann entsprechend auch zu helfen und hat da dann so, ja, sich fröhlich durch die Leute geschnitten und hat unter anderem auch Swain seinen linken Arm abgetrennt. Wobei, der abgetrennte Arm ist einfach nur sein Unterarm, aber das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls, Swain hat durchaus mit einer 14-jährigen Irelia sich angelegt, daraufhin seinen Arm verloren und dann erst seinen Dämon kennengelernt. Aber eine interessante Verbindung, würde ich mal sagen. Natürlich gibt es jetzt auch eine zweite Invasion Ionias, die hier noch gar nicht erwähnt wurde. Aber auch da kämpft natürlich Irelia an vorderster Front. Das ist quasi ihre Aufgabe. Sie hat mit der Bruderschaft von Navori zu tun, auch wenn sie, so wie ich es verstanden habe, nicht die Anführerin im Moment ist. Sie ist der Bruderschaft auch nicht extrem genug tatsächlich. Sie ist aber eine, die durchaus bereit ist, Gewalt anzuwenden und sich eben offen zu wehren. Das unterscheidet sie zum Beispiel von Karma, die hier auch erwähnt wurde, die vor allem diesen pazifistischen Weg geht oder auch zum Beispiel den Kinko-Orden. Alles Sachen, die wir schon in anderen Folgen mal angerissen haben. Man könnte also sagen, Irelia ist damit zum Beispiel auch Akali nicht allzu unähnlich, die ja ursprünglich beim Kinko-Orden war und sich dann gesagt hat, ich kann dieses passive, pazifistische nicht mehr ertragen, ich muss jetzt handeln. Und Irelia ist eine, die von Anfang an dann gehandelt hat. Gut, ursprünglich aus Rachegelüsten, aber sie macht ja jetzt auch weiter. Also sie ist durchaus da, man könnte schon sagen, patriotisch unterwegs. Sie will Ionia verteidigen und es geht ihr wirklich um dieses Heimatland. Da kann man aber auch sagen, das muss man nicht zwingend patriotisch interpretieren, wenn jemand sagt, naja, ich möchte einfach nicht, dass dieses Land von einer fremden Macht besetzt wird. Aber das ist dann wohl eher Interpretationssache. Insgesamt muss ich sagen, ich finde, bei Irelia würde ich die Rüstung anders designen und das Gesicht vielleicht ein bisschen anders machen, aber ansonsten finde ich es prinzipiell ganz nett. Kommen wir jetzt am besten einfach mal zu ihrer Color Story, weil in der sehen wir dann natürlich ein bisschen mehr auch, wie sie denn eigentlich so tickt, wie sie mit Leuten interagiert und was Leute vielleicht auch von ihr halten. So genau kann ich es noch nicht sagen, denn ich habe sie bisher noch nicht gelesen. Das werde ich dann gleich direkt im Vorlesen tun. Freut euch drauf und viel Spaß! Ein besudelter Name von John O'Brien. Ich habe an dich geglaubt, Klingentänzerin, stieß der Mann hervor, seine Lippen mit rotem Schaum bedeckt. Du hast uns den Weg gezeigt. Irelia hielt ihre Haltung aufrecht. Sie sah auf ihn hinab, wie er vor ihr auf seinen Knien im Schlamm saß. Ein Anhänger der Bruderschaft. Er war an vielen Stellen von ihren Klingen aufgeschlitzt worden. Wir hätten stark sein können, vereint als ein Volk. Das ist nicht der Weg der Urseele, erwiderte sie. Wenn es das ist, an was du glaubst, dann liegst du falsch. Er war zu diesem Dorf gekommen und hatte den perfekten Moment abgepasst, bevor er seinen Plan in die Tat umsetzte. Aber er war ungeschickt und schwerfällig. Sie hatte ihn ohne Mühe umtanzen können. Er hatte geplant, sie zu töten. Das Schlimme war, dass er nicht der Erste gewesen war. Irelias Klingen schwebten nun auf Schulterhöhe und folgten den anmutigen Kreisbewegungen ihrer Hände. Eine simple Geste und es wäre vorbei. Er spuckte Blut auf den Boden
und seine Augen brannten vor Hass. »Wenn du Navori nicht führen willst, wird es die Bruderschaft tun.« Seine Hände zitterten, als er versuchte, seinen Dolch gegen sie zu erheben. Diesen Mann würde sie nicht gefangen nehmen können. »Ich habe an dich geglaubt«, sagte er erneut. »Wir alle haben an dich geglaubt.« Sie seufzte. »Darum habe ich nie gebeten. Es tut mir leid.« Ihre Glieder zogen geschmeidige Bahnen um ihren Körper, während Irelia zur Seite wirbelte und ihre Klingen in einem tödlichen Bogen nach vorne stieß. Sie schnitten glatt durch Sehnen und Fleisch, ein Akt der Gnade und Selbstverteidigung in gleichen Maßen. Eine einfache Drehung und ein eleganter Seitenschritt ließen die Klingen wieder zu ihr zurückkehren. Ihre Schneiden waren blutbefleckt. Der leblose Körper des Mannes fiel nach vorn. »Möge die Urseele dir Frieden gewähren«, sagte Irelia. Ihre Last lag schwer auf ihren Schultern, als sie in das Lager zurückkehrte. Als sie endlich die Ungestörtheit ihres Zeltes erreichte, stieß sie einen langen, angespannten Atemzug aus und ließ sich auf ihre Schilfmatte fallen. Sie schloss ihre Augen. »Vater«, flüsterte sie, »ich habe die Ehre unserer Familie erneut mit Blut besudelt. Verzeih mir.« Irelia fächerte ihre Klingen vor sich auf. Genau wie Ionia selbst waren auch sie nur zersplitterte Fragmente eines einst größeren Ganzen, die jetzt nur noch Gewalt kannten. Sie goss Wasser in eine kleine hölzerne Schale und tauchte einen Lappen hinein. Die schlichte Reinigung der Splitter war für sie zu einem Ritual geworden, und sie fühlte sich dazu veranlasst, es nach jedem geschlagenen Kampf durchzuführen. Das Wasser färbte sich langsam rot, während sie die Splitter reinigte. Das frische Blut löste sich bereits nach kurzer Zeit, und unter ihm kamen wesentlich dunklere und ältere Flecken zum Vorschein. Diese Flecken ließen sich nie vollständig entfernen, so sehr sie sich auch bemühte. Es war das Blut ihres Volkes, das Blut von Navori selbst. Gedankenverloren begann sie, die Klingen umherzuschieben, bis sie wieder das Wappen ihrer Familie formten. Seine drei Symbole waren trotz der Risse immer noch zu erkennen, ihr Familienname San, ihre Heimatprovinz und der Rest der ersten Lande, alle miteinander in Harmonie. Ihre Vorfahren hatten stets nach den Lehren von Karma gelebt. Sie fügten nie jemandem Leid zu, egal unter welchen Umständen. Und nun hatte sie ihr Siegel und Wappen in eine Waffe verwandelt und damit unzähligen Leben genommen. Sie spürte förmlich die Blicke ihrer Brüder auf sich ruhen, obwohl sie bereits lange ihre ewige Ruhe in der Urseele Ionias gefunden hatten, fürchtete sich Irelia davor, dass sie ihr gegenüber Enttäuschung und Groll empfanden. Sie stellte sich ihre geliebte Barb Char vor, gebrochen und weinend, wie sie immer schwermütiger mit jedem neuen Mord wurde. Viele Male trieb dieser Gedanke mehr Tränen in ihre Augen als alle anderen zusammen. Ihre Klingen würden niemals wieder rein sein. Sie war sich darüber bewusst, doch war es trotzdem ihre Pflicht, sich derjenigen anzunehmen, denen sie Leid zugefügt hatte. Sie schritt an vielen ihrer Anhänger vorbei, als sie sich auf den Weg zu den Grabstätten machte. Obwohl sie sich jetzt mehr denn je Führung von Irelia versprachen, erkannte sie nur die wenigsten von ihnen wieder. Mit jedem Winter wurden ihr die Gesichter fremder, da die letzten Mitglieder des alten Widerstands durch neue, eifrigere Kämpfer ersetzt wurden. Sie kamen aus den entferntesten Provinzen und sogar aus Städten, deren Namen sie noch nie zuvor gehört hatte. Trotzdem blieb sie oft auf ihrem Weg stehen, um halbherzige Salute und Verbeugungen zu erwidern, und akzeptierte keine Hilfe, während sie den verhüllten Körper ihres toten Angreifers den Weg entlang zog.
als sie eine freie Stelle unter einem in voller Blüte stehenden Baum fand, dessen Äste sich unter ihrem Gewicht merklich bogen, setzte sie ihn vorsichtig ab, bevor sie sich umdrehte, um sich der Trauer der Witwen, Witwer und verwaisten Kinder anzuschließen. »Ich weiß, dass es niemals leicht ist«, sagte sie und legte eine tröstende Hand auf die Schulter eines Mannes, der vor ein paar frischer Gräber kniete. »Doch jedes Leben und jeder Tod sind Teil de...« Er schlug ihre Hand weg und starrte böse zu ihr auf, bis sie sich zurückzog. »Es war unvermeidlich«, murmelte sie zu sich selbst, als sie damit begann, ein Grab auszuheben. Ihre Worte überzeugten nicht einmal sie selbst. »Das alles ist unvermeidlich. Die Bruderschaft würde das Land mit eiserner Faust regieren, nicht anders als Noxus es getan hätte.« Ihre Augen erspähten eine alte Frau, die auf einem einfachen hölzernen Stuhl am Fuße des Baumes saß und ein leises Klagelied sang. Getrocknete Tränen hatten sichtbare Spuren auf ihrem Gesicht hinterlassen. Sie trug einfache Kleidung und eine Hand ruhte auf einer Grabmarkierung neben ihr. Vielerlei essbare Geschenke für die Verstorbenen waren vor dem Grab platziert worden. Zu Irelias Überraschung hielt die Frau plötzlich in ihrem Lied inne. »Bringst du uns mehr Gesellschaft, Tochter von San?« rief sie zu ihr. »Nicht mehr viel Platz hier, aber deine Freunde sind auch unsere Freunde.« »Ich kannte diesen Mann nicht, aber ich danke dir. Er hatte mehr verdient, als das Leben ihm geschenkt hat.« Irelia trat einen unsicheren Schritt auf sie zu. »Du hast eines der alten Lieder gesungen.« »Sie helfen mir nicht, an schlimmere Dinge zu denken«, antwortete die Frau und klopfte etwas Schmutz vom Grab. »Das ist mein Neffe.« »Es tut mir leid.« »Ich bin mir sicher, dass du getan hast, was du konntest. Außerdem ist all das nur Teil des Weges der Urseele, weißt du?« Ihre sanfte Art beruhigte Irelia sichtlich. »Manchmal bin ich mir da nicht sicher«, gestand sie ein. Die alte Frau sah auf und erwartete offensichtlich, dass sie fortfuhr. Irelia machte den Zweifeln, die sie schon seit so langer Zeit plagten, endlich Luft. »Manchmal frage ich mich, ob ich unseren Frieden getötet habe.« »Unseren Frieden getötet?« »Als Noxus einfiel. Vielleicht haben wir etwas verloren, als wir uns gegen sie gewehrt haben. Etwas, das wir nie wieder zurückbekommen können.« Die Frau stand auf und versuchte vergebens, eine große Nuss zu öffnen. »Kind, ich erinnere mich gut an den Frieden«, sagte sie und streckte einen ihrer knorrigen Finger in Irelias Richtung. »Gute alte Zeiten. Keiner vermisst den Frieden mehr als ich.« Sie zog ein kleines Messer von ihrem Gürtel und begann, die Nussschale aufzuhebeln. »Aber die Welt ist heut anders. Was damals geklappt hat, klappt heut nicht mehr. Hat keinen Sinn, drüber nachzugrübeln.« Endlich brach die Schale, und sie legte den zerbrochenen Kern in eine Schale auf dem Grab. »Siehst du das? Früher habe ich die mit bloßen Händen aufgekriegt. Heut brauche ich ein Messer. Als junges Ding hätte es mich geärgert, dass ich die Nuss so kaputt mache. Aber was schert mich mein junges Ich? Sie muss heut nämlich nicht ihr leben.« Die alte Frau nickte freundlich und begann dann wieder zu singen. Zum ersten Mal seit langer Zeit lächelte Irelia. In der Tasche auf ihrem Rücken, eingewickelt in schützenden Stoff, lagen die Splitterklingen aus dem zerschmetterten Wappen ihrer Familie. Sie wusste, dass sie nie wieder sauber oder ganz sein würden. Aber sie waren immer bereit, und das musste reichen. Und damit schließen wir jetzt Irelias Color Story ab. Und was soll ich sagen? Gerade diese Geschichte über eine schuldgeplagte Irelia, die sich nicht sicher ist, ob das, was sie die ganze Zeit getan hat, richtig war, das ist schon interessant und es gibt dem Charakter eine gewisse Tiefe. Ich finde es auch sehr interessant, dass die Bruderschaft, die ja quasi sich durch sie überhaupt erst gebildet hat,
jetzt versucht, sie umzubringen, weil sie sich nicht auf ihre Seite stellt. Und das ist durchaus eine interessante Situation. Sie ist halt jetzt gerade sehr mit den internen Konflikten beschäftigt, die es in Ionia gibt. Und die Bruderschaft von Navori ist nun mal extrem gewaltbereit und da ist es sehr, sehr verständlich. Ansonsten aber generell auch die alte Frau in der Geschichte finde ich sehr interessant, nach dem Motto, okay, es gibt Dinge, die sind passiert. Damit müssen wir uns abfinden und wir müssen jetzt irgendwie mit den jetzigen Gegebenheiten klarkommen. Und wenn das nicht geht, tja, dann ist das halt blöd. Deshalb, wenn es früher schöner war, ist das schön. Da müssen wir aber im Hier und Jetzt arbeiten. So nach dem Motto, nachtrauern bringt nichts. Was gerade am Grab ihres Neffen eine sehr eigentümliche Einstellung ist. Aber ich finde das sehr lebensbejahend irgendwie. Und ja, kann man durchaus so sehen. Und ich würde sagen, ihr könnt gerne mal eure Meinung dazu in den Kommentaren lassen. Ich finde es ziemlich interessant und ich finde, das bringt Irelia auch in eine Position, wo sie in sehr vielen verschiedenen Rollen auftauchen kann und auch mit verschiedenen Charakteren interagieren kann, gerade in Ionia. Aber vor einer Weile haben wir Irelia auch in einem, sagen wir mal, nicht ideal umgesetzten Event hier auch mal erlebt. Irelia war nämlich auch Teil des Sentinels of Light Events, beziehungsweise im Ruination Event, als Viego halt die Welt in Dunkelheit hüllen wollte und sowas. Und da schloss sich Irelia ja den Wächtern an und ist dann ja eine Zeit eben bei denen mitgelaufen und hat dann auch eigene neue Klingen bekommen, die eben aus diesem speziellen Stein waren, damit sie damit die Geister töten konnte, beziehungsweise bekämpfen konnte. Wo ich sagen musste, da war eine sehr interessante Dynamik zwischen ihr und Riven. Weil Riven, die ja durchaus versucht, ihre Taten wieder gut zu machen, Riven war ja auch vor gar nicht so langer Zeit dran, und Irelia, die sie absolut hasst für die Verbrechen, die sie im Laufe dieses Krieges begangen hat. Und am Ende sind die beiden dann doch auf einem gewissen gegenseitigen Respekt ausgekommen. Und das, finde ich, ist eine sehr interessante Geschichte, auch wenn es halt nicht ideal umgesetzt war nachher. Und Riot wird diesen Faden sowieso wahrscheinlich nicht wieder aufnehmen, so wie ich die kenne, das ist leider so. Aber es war zumindest ein interessanter Punkt. Solche Geschichten kann man halt durchaus erzählen. Man könnte es auch sehr interessant gestalten, wenn zum Beispiel Irelia auf jemanden wie Yasuo treffen würde, der jetzt allerdings nach Bilgewater abhaut und es kommt ja auch, beziehungsweise er ist in Bilgewater und es kommt ja das Ruined King Game dann auch irgendwann raus und dann bin ich mal gespannt, was da so passieren wird. Es könnte auch ein interessantes Wiedersehen mal zwischen Irelia und Swain geben, da ist die Frage, ob er sie jetzt wiedererkennt, weil sie war ja zu dem Zeitpunkt 14. Aber das wäre durchaus auch interessant, könnte eine nette Revanche geben. Was mich nur jetzt auch nochmal so im Nachhinein ein bisschen stört am Design ist auch, Irelia ist, seit sie ein Kind ist, immer in Kämpfen gewesen. Wie kommt es eigentlich, dass sie keine sichtbaren Narben hat? Ich meine, gerade an den freiliegenden Schultern sollte man doch eigentlich erwarten, dass es da mal einen Schnitt oder sowas gegeben hat oder mal über die Wange. Aber nein, ganz klassisch League of Legends, wir geben weiblichen Charakteren keine Narben. Das verstehe ich persönlich überhaupt nicht, aber meinetwegen, vor allem weil Narben selbst bei Frauen, sag ich mal ganz ehrlich, echt heiß aussehen können, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Klar, Irelia verkörpert vor allem so diese weibliche Grazie und da wäre eine Narbe vielleicht einfach nicht passend für die eher konservativen Leute, keine Ahnung. Aber da könnt ihr auch gerne eure Meinung in den Kommentaren lassen. Und wo wir gerade bei eurer Meinung sind, kommen wir doch einfach mal zu der Abstimmung für übernächstes Mal. Denn, wie immer, für die, die zum ersten Mal dabei sind, ich gebe euch jetzt gleich drei Charaktere zur Auswahl. Ihr könnt im Community-Tab bei mir auf der Kanalseite dann abstimmen, welchen Charakter davon ihr beim übernächsten Mal sehen wollt. Die Abstimmung läuft bis zur nächsten Folge. Und dann, ja, bin ich mal gespannt, für wen ihr euch entscheidet. Vor allem, weil halt auch da zumindest ein Charakter bei ist, den ich sehr, sehr interessant finde und bei dem ich mich sehr freuen würde. Ich werde aber jetzt nicht versuchen, das Ganze zu beeinflussen. Zur Auswahl stehen dieses Mal Sivir, die Kampfmeisterin, Set, der Boss, und Nunu und Willump,
Der Junge und sein Yeti. Kommen wir zu einer kleinen Zusammenfassung. Es gibt natürlich auch über die offizielle Zusammenfassung dann auf der Abstimmungsseite, beziehungsweise auf der Seite mit der Abstimmung. Sivir ist eine Grabräuberin aus Shurima und die letzte Nachfahrin der Linie von Azir. Nicht unbedingt von seiner Ehefrau abstammt, sondern von einer Konkubine wahrscheinlich, aber letzten Endes ist sie eine Nachfahrin von Azir und durch ihr Blut ist er überhaupt wiederbelebt worden. Set hingegen ist ein Kind eines noxianischen Invasors, während der Invasion von Ionia eben, und einer Vastaya. Und hat sich dann mit der Zeit von einem Grubenkämpfer zu einer Art Yakuza-Boss hochgeprügelt. Und Nune und Willump sind ein Kind und ein Yeti aus dem Freljord. Das heißt, Nunu hat tatsächlich, glaube ich, bedingt was mit Lissandras Fraktion, den Frostwächtern, zu tun. Aber es ist eigentlich ein Kind auf der Suche nach Abenteuern mit einem Yeti. Leider ein Waisenkind, also es gibt auch sehr traurige Elemente dieser Geschichte. Aber es ist irgendwie schon herzerweichend. Und ja, wie gesagt, geht einfach dann auf den Community-Tab und dann könnt ihr da gerne abstimmen. Falls ihr regelmäßig meine Videos seht, dann sollte das bei euch auch auf der YouTube-Startseite irgendwo, wenn ihr ein bisschen scrollt, auftauchen. Also macht euch da keine großen Gedanken. Ihr findet das schon. Ansonsten gibt es noch eine Kleinigkeit, die ich ankündigen möchte, denn es ist ja bald Halloween. Das heißt, wenn ihr diese Folge seht, ist es ja zumindest, wenn ihr das an dem Tag seht, an dem es rauskommt, der 23. Das heißt, nächste Woche Sonntag werde ich mal eine kleine Sache versuchen hochzuladen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, welche Geschichte ich dafür nehme. Es wird keine League of Legends Geschichte, sondern es wird eine eher klassischere Sache. Ich überlege zum Beispiel entweder was von Edgar Allan Poe oder H.P. Lovecraft vorzulesen. Und ja, bis dahin dann was Entsprechendes zu produzieren als ein kleines Special, sag ich mal. Ich freue mich drauf und ich hoffe, dass durchaus ein paar von euch das dann auch einmal ansehen werden. Denn ich denke, natürlich wird das nicht ansatzweise die Views kriegen, die sonst hier meine kleinen League of Legends Lore-Häppchen für euch bekommen. Das ist ja das, was so die Zuschauer auf meinen Kanal zieht. Apropos mein Kanal, es gibt natürlich auf meinem Kanal noch ein paar andere Sachen. Es gibt nämlich einmal wöchentlich einen Dungeons & Dragons Stream mit Freunden, wo wir jetzt gerade dabei sind, Horde of the Dragon Queen zu einem kleinen Finale zu bringen. Und dann werden wir nahtlos mit Humblewood anfangen, einem sehr niedlichen kleinen Setting voller lustiger, kleiner, aufrechtgehender Tiere. Aber auch Dungeons & Dragons. Und ansonsten gibt es auf meinem Kanal noch unregelmäßig Streams von Spielen. Ich spiele aktuell zum Beispiel Danganronpa 2. Ich habe eine große Schwäche für Visual Novels, gebe ich offen zu. Für Leute, die abgefuckte Stories mögen, kann ich es nur empfehlen. Auch wenn es halt sehr viel Story mit etwas überzeichneten Charakteren ist und nicht wirklich Gameplay. Aber ich werde dazu auch gerne immer wieder ein bisschen Trivia und sowas los. Ansonsten, für die, die jetzt immer noch da sind, ihr könnt gerne ein Däumchen dalassen und mich algorithmustechnisch auf die Art unterstützen. Falls ihr nicht bisher irgendwas kommentiert habt, könnt ihr das natürlich auch gerne tun. Ihr könnt auch auf die Glocke klicken oder abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Das ist durchaus sehr hilfreich auf YouTube. Ihr wisst schon, der große, mächtige Algorithmus möchte gefüttert werden. Ich hoffe, das war klerikal genug. Und ja, ansonsten gibt es natürlich noch weitere Links in der Videobeschreibung, da einmal mein Twitter-Account. Und für den Fall, dass ihr denkt, hey, das finde ich cool, das möchte ich gerne finanziell unterstützen, sind da auch noch ein paar weitere Sachen, nämlich einmal Ko-fi. Das ist ein klassisches Tipp-Jar, wo man einfach sagen kann, hey, hier, fand ich gut, mit einer netten kleinen Nachricht, fertig. Ansonsten auch Patreon, für den Fall, dass man mich regelmäßiger unterstützen will und eventuell sogar einen kleinen Einfluss auf die Pen-and-Paper-Runden haben möchte. Und ansonsten gibt es auch noch Bandcamp, falls man mal ein Hörbuch, das ich vor Ewigkeiten aufgenommen habe, sich anhören bzw. das kaufen möchte. Anhören kann man es nämlich auch auf den Kanal hier. Das ist nicht unbedingt hinter einer Paywall, aber für den Fall, dass jemand direkt was für sein Geld haben will, kann man das auch da machen. Gut, das war's dann. Ich habe jetzt lange genug um den heißen Brei herumgeredet. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Ich bin gespannt, wer sich da dann als Sieger oder Siegerin hervortun wird.
Aber momentan sieht es zumindest aus, als würde es wahrscheinlich Aphelios werden, aber das kann sich noch sehr, sehr schnell wieder drehen. Also gut, bis zum nächsten Mal. Cheerio!